Hi Leute, heute geht es um das Thema Zahnprobleme, Zahngesundheit und wie du bei einer Ernährungsumstellung trotzdem gute Zähne haben kannst. Und zwar ist das Thema mir häufig aufgefallen, ich hatte es am Anfang selber, gerade wenn man zum Beispiel sehr schnell und sehr extrem in eine sehr natürliche, artgerechte Ernährung eigentlich geht, wenn man in eine Rohkostrichtung, vegan, pflanzlich, vollwertig, naturbelassen geht, dass man dann merkt, okay, funktioniert vielleicht alles ganz gut, Körper entgiftet, es kommt viel raus, aber die Zähne leiden da oft drunter. Gerade am Anfang, wenn die Entgiftung noch so stark ist. Wenn die Reinigung des Körpers, wenn da auch Säuren ausgeschieden werden und so weiter, im Mundraum ist auch sehr viel drinnen. Deshalb wollte ich mal auf dieses Thema eingehen. Und es ist nämlich super schade, wenn es an sowas scheitern würde. Und ich wollte heute die wichtigsten Punkte einmal dir mitgeben, was du da machen kannst. Und ein Hauptgrund eigentlich. Weil viele zum Beispiel, wie gesagt, starten da komplett 100% in eine Rohkostrichtung rein. So, und dann nach einem halben Jahr, Jahr oder in eine früchtebasierte Ernährung zum Beispiel, da ist es noch extremer. So, starten da rein. Das heißt, man fühlt sich vielleicht besser am Anfang. Insgesamt merkt man, hey, der Körper entgiftet, der Körper reinigt sich, man fühlt sich besser, man braucht vielleicht weniger Schlaf, man hat mehr Energie, man ist wacher, man ist fitter, die Gedanken sind klarer, man hat wieder mehr Lebensfreude. So, das ist die Ausgangssituation. Aber dann mit der Zeit merkt man eben, ah, okay, irgendwie sind die Zähne vielleicht nicht ganz so gut. Und ich hatte das genauso nach 1,5 Jahren zu Beginn, wo ich in die Rohkost reingestartet bin und da gleich irgendwie voll motiviert. Und da habe ich sehr viel Trockenfrüchte gegessen. Ich würde sagen, manchmal ja, ein halbes Kilo am Tag. Wirklich sehr viel, weil am Anfang eben auch die Reinigung noch so stark ist, wenn man da so einen starken Sprung macht von der Ernährung her. Ich habe ein anderes Video dazu mal gemacht. Ich verlinke es mal in den Infokarten. Stell es da mal rein. Die stufenweise Reinigung. Es geht wirklich darum, wenn man zu schnell in so eine gesunde Richtung springt und der Körper da erstmal entlastet ist, dann probiert er alles zu heilen, was man da so angesammelt hat. Und dann ist dieser Sprung eben zu groß und dann geht sehr viel auf einmal raus. Und ich habe dann durch das viele Essen bzw. durch Trockenfrüchte im Grunde probiert noch, ja, die Reinigung ein bisschen zu puffern, das Ganze ein bisschen zu verlangsamen, unterbewusst. Aber das geht halt auf die Zähne, die Trockenfrüchte. So. Und da jetzt gleich mal der erste Tipp, das ist eben Trockenfrüchte, alles was zuckerhaltig ist und zwischen den Zähnen pappt. Dass man wirklich, ich habe dann gesagt, hey, konsequent Trockenfrüchte weglassen und wirklich schauen. Das ist der zweite Punkt. Das ist einer der wichtigsten Punkte, Essenspausen einzuhalten. Wirklich. Essenspausen einhalten. Und ja, viel Grün oder Fett essen. Eher Grün, Fettanteil erhöhen. Essenspausen einhalten. So, dritter Punkt ist noch Früchte. Säurehaltige Früchte zu meiden, unreife Früchte zu meiden. In Deutschland ist es ganz extrem. In einem normalen Supermarkt findest du eigentlich wirklich keine reifen Früchte. Alles, was du da kaufst, musst du mindestens ein paar Tage, eine Woche meistens liegen lassen. Also es ist wirklich die Ausnahme, dass man mal irgendwas Reifes in Deutschland findet. Weil selbst die regionalen Sachen werden einfach nicht reif geerntet, weil. Weiß ich nicht, weil sie vielleicht dann besser zu transportieren sind. Die Gründe dafür kenne ich nicht genau. In anderen Ländern schaut es ein bisschen anders aus. In Frankreich, wo ich war, da wird irgendwie noch auf Qualität wirklich Wert gelegt. Die würden niemals so eine unreife Frucht essen. Und das ist eben der Punkt, das geht dann sehr schnell auf die Zähne. Also,
Essenspausen, säurehaltige Früchte weglassen und dann nicht wieder irgendeinen Mist auf die Zähne natürlich draufschmieren. Und das Zähneputzen ist eben auch ein wichtiger Punkt, dass du niemals direkt vor oder nach dem Essen die Zähne putzt. Diese Schutzschicht, die die Zähne haben und die auch, wenn man zum Beispiel Früchte, besonders bei säurehaltigen Früchten, die man isst, wird diese Schutzschicht erstmal ein bisschen weggenommen. Und wenn man dann die Zähne putzt, dann ist alles eben angreifbar. Und das ist eben ein großer Fehler, den man da machen kann. Und es ist aber nicht so, dass zum Beispiel jetzt von heute auf morgen direkt Karies entsteht. Also da brauchst du dir auch nicht absolute Sorge zu machen. Und das passiert wirklich über Monate, über ein, zwei Jahre erst, wenn man da wirklich konsequent täglich was falsch macht, dass da dann ja, Löcher oder Karies entsteht. Und man wird dann auch merken, sobald man, wenn du diese Tipps hier beachtest aus dem Video, dass deine Zähne wieder durchmineralisieren, die werden wieder strahlender. Ja, also viel Grün, Essenspausen, keine säurehaltigen Früchte, keine Trockenfrüchte. Wenn schon eher sowas wie wirklich reife Mangos oder diese Mazafati-Datteln zum Beispiel, wenn man halt Lust auf Süßes hat. Diese Mazafati-Datteln, die gibt es oft beim Türken oder bei, ja, kann man überall auch bestellen. Die sind halt noch wirklich saftig weich und die kleben nicht so zwischen den Zähnen. Das ist was anderes als, ja, so völlig dehydrierte Trockenfrüchte. So ein Zwischending kann man sagen. Dann eher sowas, wenn man dann Lust auf was Süßes hat zum Beispiel. Und eben nicht nur diese säurehaltigen Früchte. Ja. Bei Apfel gibt es halt auch verschiedene Sorten, da kommt es halt auch immer stark auf die Menge drauf an. Man kann schon mal einen Apfel hier oder da essen. Je nachdem, wie, in was für einem Stadium die Zähne eben auch gerade sind. Wenn die Zähne gerade akut sowieso schon angegriffen sind und die Schutzschicht weg ist, dann würde ich da wirklich das mal komplett streichen, Trockenfrüchte komplett streichen, mehr Grün essen, die Essenspausen wirklich einhalten und dann ein fünfter, letzter Punkt, der ist unglaublich wichtig. Und da musst du auch wirklich schauen, weil das ist sehr individuell. In welcher Situation bist du jetzt? Wie gesagt, die Reinigung spielt eine große Rolle. Wenn dieser Sprung in der Ernährung zu groß ist, deswegen, wie gesagt, in der Infokarte des Videos, schau es dir nochmal an, dann entgiftet der Körper so stark und du musst dir überlegen, wir haben 20, 30 Jahre irgendeinen Mist auf die Zähne geschmiert. Im Mundraum, im Gewebe, im Zahnfleisch, in den Zähnen, die sind so verhärtet, da ist unglaublich viel Säuren eingelagert. Und wenn der Körper jetzt das Energielevel praktisch zu hoch ist, er möchte alles auf einmal reinigen. Und wenn wir dann gleichzeitig so viel essen und die Essenspausen nicht einhalten, dann leiden die Zähne eben drunter. Und diese Essenspausen kann man nur einhalten, wenn man auch schaut, dass man nicht zu schnell mit der Ernährung vorangeht. Eher lieber Fastenphasen macht, aber dann vielleicht einfach noch nicht komplett roh ist. Lieber mal vollwertig vegan und so weiter. Aber da muss man dann eben auch individuell schauen, wann die Entgiftung wie stark ist. Und das Ausmaß ist den wenigsten bewusst. Also wenn du da wirklich gerne mal schauen möchtest, wie das bei dir ausschaut. Weil eben ja auch die ganzen Geschichten mit Medikamenten, Amalgamfüllungen, sonstige Geschichten, die man hat, wie man gelebt hat, wo man lebt, wie die Umgebungsbedingungen sind, die Luft und so weiter mit reinspielen. Deshalb muss man wirklich individuell schauen, okay, wie groß ist eigentlich mein Sprung in der Ernährung? Und wenn du das machen möchtest, dann klick unten gerne mal auf den Link, dann können wir einfach ein kostenloses Strategiegespräch machen, dann schauen wir uns wirklich mal deine Situation an und schauen, ja, wo du hin möchtest und ob wir dir da gegebenenfalls bei helfen können. Und das ist aber der wichtige Punkt. Wenn du nicht, ja, diesen Sprung in der Ernährung, wenn der zu hoch ist, wenn dein Körper gerade zu viel Säuren wieder löst, alte, die er eigentlich reinigen möchte, dann ist es wirklich sehr schwierig, diese Essenspausen einzuhalten. Und das gilt es wirklich anzuschauen und dann eben die Punkte, das waren jetzt wirklich die Hauptpunkte, die ich hier genannt habe. Gibt noch ein paar kleinere Tricks und ein paar kleine Sachen, wo man beachten kann. Aber das mal so runtergebrochen, um es zu vereinfachen. Wend das schon mal an und schau dann mal, was sich verändert. Und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Wie gesagt, auch
Link ist nochmal unten drunter, wenn du das selber dann wirklich komplett deine ganze Situation mal anschauen möchtest und schauen möchtest, was man da wirklich explizit bei dir machen kann, weil ja oft auch noch andere Sachen der Fall sind mit Wurzelbehandlungen, irgendwelchen Brücken und sonstigen Geschichten, die bei den Zähnen eine Rolle spielen. Ja, das war's für heute und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann sehr gerne den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, damit du kein Video verpasst. Einen Daumen nach oben geben und kommentiere gerne mal unten drunter, was dir besonders bei den Zähnen geholfen hat, ob es dir vielleicht genauso ging, dass du da auch die Probleme hattest. Ja, und ansonsten, wie gesagt, einen wunderschönen Tag dir. Mach's gut. Ciao.